Hallo und herzlich willkommen bei der Headset Company. Mein Name ist Jens Bernhard. Heute geht es um die Peltor HY80 Silikon Gel Ohr Polster. Viel Spaß dabei. Warum hat der Hersteller 3M Peltor diese Ohrpolster rausgebracht? Weil normalerweise sind ja an jedem Headset oder Kopfhörer bereits Ohrpolster dran. Das ist sozusagen eine Special Edition für die Leute, die sagen, mir ist der normale Kapselgehörschutz mit den Standard-Ohrpolstern zu warm. Das heißt, gerade wenn ich draußen bin und mit dem Gehörschutz arbeite, dann schwitze ich darunter. Ich möchte gerne einen Kühleffekt haben. Das hat man mit diesen Polstern. Oder aber auch für Brillenträger. Häufig hat man das so, dass ein Kapselgehörschutz, der an den Kopf rangepresst wird, ja auch über das Brillengestell rübergeht, über den Brillenbügel und der dann häufig an die Schläfe rangedrückt wird. Das ist bei diesen Silikonpolstern anders. Hier umschmiegt praktisch das Polster den Bügel an der Brille. Ich würde jetzt gerne mal am Beispiel vom Peltor Comtac XP zeigen, wie die Polster montiert werden. Gehörschutz aufmachen. Ausklappen. Das sind die Originalpolster. Der Schaumstoff hier drin ist wichtig, der muss drin bleiben. Aufsetzen. Bisschen rumgehen. Dann knackt das auch schon relativ laut und sie sind dran. Andere Seite auch nochmal. Rausnehmen. Aufpassen, dass der nicht rausfällt. Aufsetzen. Bisschen einfühlen das Ganze. Nicht mit Gewalt, mit Gefühl das Ganze. So sieht das Comtac nachher aus, wenn es fertig ist. So, hier haben wir das aufgerüstete Comtac XP mit den Gel-Ohrpolstern. Ich möchte jetzt gerne nochmal eine Kameraeinstellung machen, als Nahaufnahme, damit man den Unterschied sieht, was passiert, wenn ich eine Brille aufhabe. Ich habe es jetzt versucht, so nah wie möglich zu machen. Bitte einmal vergleichen. Hier vorne ist das Gel-Ohr-Kissen drauf. Hier vorne ist das normale Kissen drauf. Ja. Gefühlt ist es so, dass die Seite wesentlich stärker, hier wird die Brille wesentlich stärker angedrückt an den Kopf als hier. Also hier merkt man es gar nicht. Soweit ein paar Infos von unserer Seite zu den Peltor HY80 Gel-Ohr-Polstern. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Wünsche haben zu den Polstern, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail, wir helfen Ihnen gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.